Hallo, grüß Gott, ja, bitteschön, wie geht's? Ja, es geht ganz von selbst. Manchmal habe ich das Gefühl, ich muss mich anstrengen. Ja, das ist ja sehr seltsam, dass du, ausgerechnet du, das Gefühl hast, dass du was machen musst, damit es dir gut geht. Ja, weißt du, so die Sorgen und schlecht gelaunt sein, das kommt von selbst, da musst du dich nicht für anstrengen. Ach ja, muss ich das nicht? Echt? Aber ich, jetzt ist genug mit diesem Gelaber hier. Belangloses, beliebiges Gequatsche. Du weißt doch ganz genau, dass Selbsterkenntnis nicht übertragbar ist. Sie kann nicht vermittelt werden und auch nicht weitergegeben. Echt? Also ist es auch nur ein Wort, meinst du? Selbsterkenntnis? Also, wenn da jeder was anderes drunter versteht. Aber wie gibt's da andere dann noch? Ich meine, die anderen sind doch deine Gedanken. Aber die Gedanken gehören ja auch nicht dir. Ich meine, du erkennst ja jemand anderen nur als etwas anderes, weil du es gelernt hast, dich selbst als jemand zu definieren. Somit kannst du dann dich von dem anderen als etwas Verschiedenes darstellen. Ja, kann ich das? Kann ich das jetzt oder was? Kann ich das? Hab ich das gemacht? Ja, nicht du, aber es ist einfach die Verwirklichung der Wirklichkeit, dass ich das, was keine Trennung kennt und nicht getrennt werden kann, sich dann in einer traumhaften, vorgestellten Erlebniswelt als getrennt von sich selbst erfahren kann, um dann ein Spiel mit sich selbst zu spielen, mit Krieg und Frieden, Lust und Leidenschaft, verliebt sein und hassen und so weiter. Aber das ist all das, was sich selbst nicht kennt, spielt in der Selbsterkenntnis und der Definition von sich selbst. Also nachdem diese Idee stattgefunden hat vom Baum der Kenntnis und der Erkenntnis gegessen zu haben, auf einmal kennst du dich und glaubst du, du müsstest dich noch mehr kennen und müsstest dann auch noch das kennen, was vor dem Erkennen schon da ist, damit du dann wirklich weißt, wer du bist. Und nicht nur der Geschichte glaubst, die du halt aufgebaut hast über dich selbst. Oder die dir zugeteilt wurde, die du dir zugeteilt hast. Ach ja, ist das so? Natürlich ist es nicht so. Das ist es nicht. Das ist es und das ist es nicht. Weil das ist es und das ist es nicht. Und du kannst die Vorstellung nicht abstellen. Try to stop imagining yourself. Versuche mal aufzuhören, dich dir selbst vorzustellen. Das geht ja gar nicht. Und dann kannst du so zum Stöhnkurs gehen und lernen, oh, ekstatisch zu, oh, oh mein Gott, zu stöhnen. Oh. Auch wenn es gar keinen Grund gibt und du auch gar nicht stimuliert bist, dann, weil nach dem Lach-Yoga kommt dann das Stöhn-Yoga. Du kannst, dann stöhnst du dich weg so für einen Moment. So. Ja, so könnte es auch sein, wenn es so wäre, wie es ist, wenn es mal nicht so ist, dann ist es halt wieder anders, aber trotzdem bleibt es ja immer so, wie es nicht anders sein kann. Oh ja, mein Gott. Oh ja. Oh, ja. Fake it until you make it. Oh, mach eine Schwalbe. Ah, oh, ja.
Oh, fliege über dich selbst dahin. Ah, oh, lass dich stolpern und genieße es, oh, wie du in den Abgrund fällst, der du selbst bist. Ah, oh, oh, oh ja. Oh, 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 ist das gut. Oh, gleich nochmal. Oh, und dann Zigarette. Oh, wie fühlt sich's an danach? Und dann, ah, oh, wieder rein. Ah, oh, wieder raus, rein, raus. Ah, oh, oh, oh. Auch wieder schön gestöhnt.